geführt. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall erstmal. Und ich finde es ganz interessant. Ich hatte bisher noch keine Demo, wo die Leute so nah bei einem stehen. Aber ich finde, das ist ein richtig gutes, exklusives Gefühl. Wie so ein kleines Clubkonzert oder so. Also gefällt mir sehr gut. So, ja, hallo, ich bin Maike aus Mosbach und ich organisiere seit Anfang des Jahres sogenannte Corona-Demos. Ja, erst seit Anfang des Jahres, wir sind ja noch recht kükenhaft unterwegs, aber wir holen langsam auf. Ja, ich bin also ein sogenannter Schwurbler, Corona-Leugner, Extremist, was gibt's noch Schönes? Spinner natürlich, ich bin auch ein Spinner und ein Nazi bin ich, ja. Es ist natürlich satirisch gemeint, aber so rum erklärt ist das wesentlich einfacher, als minutenlang ein Disclaimer vorzutragen, wovon ich mich alles distanziere oder zu distanzieren habe heutzutage. So, ach ja, um noch kurz jedes Klischee vom typischen Corona-Demonstranten vom Tisch zu wischen. Ich bin zweifach geimpft. Ja, ich hab's getan. Ja, sorry. Aber mehr Spritzen werden es dann auch nicht mehr. Ich bin durch damit. So. Das Schöne ist, ich habe auch keine Nebenwirkungen. So. Ich möchte darüber reden, wo wir gerade stehen. Wie ich schon eben sagte, Politik und Medien sind sich nicht einig, ob jetzt Corona vorbei ist oder nicht. Der eine sagt so, der eine sagt so. Aber Fakt ist, wir haben noch einiges. Wir haben noch verdammt viel zu klären. Dinge, die nicht unter den Tisch fallen dürfen. Zum Beispiel läuft hier immer noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, deren Einführung ein absolutes Armutszeugnis von der Bundesverfassungsgericht ist. Dann haben wir einen derzeit wirklich spannenden Krimi um die noch offene Evaluierung der Maßnahmen, die eigentlich laut gesetzlichen Auftrag bis 30.06. von Karl Lauterbach und seinem Team gemacht werden soll. Es ist spannend, weil ich habe eigentlich von meinem inneren Auge so eine brennende Lunte, die runterbrennt wie bei Mission Impossible. Und ich hoffe eigentlich, dass diese brennende Lunte zum 30.06. dieses Lügenkonstrukt zum Explodieren bringt. Was ich persönlich als größte Herausforderung sehe, ist die gesellschaftliche Aufarbeitung der letzten 2 Jahre. Und ich denke, das wird noch ab heute noch einige Jahre uns weiter begleiten. Ich sage bewusst gesellschaftliche Aufarbeitung und nicht Aufarbeitung in der Gesellschaft, weil wer wäre für diese Aufarbeitung in der Gesellschaft verantwortlich? Wäre das die Bundesregierung, die Intellektuellen, Influencer, die Parteien, Vereine? Nein, wir als Gesellschaft selber sind dafür verantwortlich, die Aufarbeitung voranzutreiben. Diese Verantwortung haben wir alle und daher ist es eine gesellschaftliche und gemeinschaftliche Aufgabe. Was auch wichtig ist, diese Aufarbeitung heißt auch, dass alle Seiten ausnahmslos in den Diskurs mit eingebunden werden. Allen voran müssen wir zurück zu einer gemäßigten, neutralen und wertfreien Sprache und Rhetorik. Mir fällt gerade auf, ich nehme mal die Brille runter, ich komme sonst so nah. So, ja. So, das bin ich. Zu einer gemäßigten, neutralen und wertfreien Sprache und Rhetorik zurück. Eine gemeinsame Sprache soll ja eigentlich ein verbindendes Element sein. Aber in den letzten Jahren, schon lange vor Corona, wurde die Sprache zu einer der schärfsten Waffen in unserer Gesellschaft. Zum einen verdanken wir das dieser moralisierenden und abwertenden Rhetorik, die sich eingeschliffen hat. Und unsere Olivgrünen haben das besonders gut drauf. Zum anderen verdanken wir es auch den sozialen Medien, dass jederzeit und von überall aus praktisch jedem erdenklichen Grund mit Scheiße wie im Affenkäfig rumgeworfen wird. Man kennt hier keine Gnade, wenn sich hier jemand einen wie auch immer gearteten Fehltritt leistet. Und was so ein Fehltritt ist, das entscheidet immer der, der zuerst den verbalen Kackhaufen wirft. Dann haben sich Phrasen etabliert, die jegliche Diskussion abwürgen, wie zum Beispiel der böse Applaus von der falschen Seite. Oder das bedient das Narrativ von der AfD. Bloß keine Schnittmenge mit denen. Wenn ich sage, ich mag Vanilleeis und die mögen das auch. Oh mein Gott. Nazi. Ja. Begriffe wie Corona-Leugner, Schwurbler, Putin-Versteher und Co. sind auch nur einige Beispiele
für eine Rhetorik, die Menschen ausgrenzt, diffamiert und was am schlimmsten ist, stumm schaltet. Ich will Begriffe wie Corona-Leugner oder Schwurbler nicht mehr lesen oder hören müssen. Schon gar nicht korrekt gegendert. Wer ernsthaft meint, er sei politisch korrekt und diskriminierungsfrei und gleichzeitig einen abwertenden Begriff verwendet, ist im Endeffekt einfach nur eine selbstgerechte Arschgeige. Auch ein interessanter Begriff, der, ich sag's mal auf Twitter-Manier, trendet, ist instrumentalisieren. Wenn man früher für etwas gekämpft hat oder Menschen für etwas gewinnen wollte, hat man gesagt, man will begeistern, motivieren, einen einbinden oder etwas beschützen oder verteidigen. Aber wenn man das heute macht, dann ist das nicht mehr begeistern oder überzeugen, es ist instrumentalisieren. Das heißt, man hat per se gar keine hehren Ziele mehr. Man verfolgt absolut und immer ausnahmslos böse, egoistische Zwecke. Und das lasse ich nicht zu. Und das lasse ich nicht zu mit euch zusammen, dass wir so weitermachen mit dieser Rhetorik. Wenn diese Rhetorik weiterhin auf die Spitze getrieben wird, entwickeln wir uns zu einer noch mehr angstgesteuerten und verunsicherten Gesellschaft, weil man niemandem mehr vertrauen kann und bei niemandem mehr irgendwelche guten Absichten vermutet. Das kann nicht so weitergehen, Leute. Wir müssen zurück zu unserer Sprache. Wir müssen unsere Stimme zurückerobern. Wir müssen weg vom ständigen Generalverdacht und zurück zur Unschuldsvermutung. In den letzten 2 Jahren wurde es sträflich versäumt bzw. verweigert, auf die Inhalte der Proteste, wie wir hier einer sind, seriös einzugehen. Es geht immer nur darum, wer da steht, aber nicht, warum man da steht. Und weil es angeblich extremistische Ränder gibt, ist es irrigerweise vollkommen legitim, diese Ränder über die komplette Gruppe von Menschen zu kämmen und ein Kollektivurteil über uns alle zu verhängen. Und mal abgesehen von Zeitungen wie dem Spiegel, der FAZ, der Süddeutschen und so weiter, sind es wieder einmal die NATO-Grünen, die diese Rhetorik drauf haben. Es ist anscheinend für die Grünen einfach zu verlockend, sich über uns, die vielen anderen Demonstranten, moralisch zu erheben und sich dabei den Nippel zu reiben, weil man ja selbst so die Maßnahmen einhält, geimpft ist, so solidarisch, so altruistisch. Wirk. Wir finden uns langsam wieder in einer Ära der selbstgerechten Puritaner und Inquisitoren. Nur statt Scheiterhaufen ist es einfach soziale Medien und Solarstrom. Diese Moralisierung und auch die damit verbundene Polarisierung sind eine Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie. Es gibt nur noch schwarz oder weiß, gut oder böse, impfen oder Egoist, Elektroauto oder Umweltsau. Eigentlich am besten gar kein Auto. Zelensky oder Putin-Versteher? Altruistische Sanktion oder unsolidarisches Arschloch? Kurzum, dem Umgang in den sozialen Medien, der beschissenen, moralisierenden Rhetorik und auch den verzerrten und verfälschten Narrativen rund um die Corona-Proteste und auch um die sogenannten Impfverweigerer müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Wir haben als Gesellschaft die Verantwortung, aus der Vergangenheit zu lernen, die Gegenwart zu hinterfragen und Maßnahmen für die Zukunft zu ergreifen. Also packen wir es an. Dankeschön.